Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache mich gerade fertig, weil ich fahre jetzt nach Nürnberg gleich. Und ich habe gerade meinen Lockenwickler drin, aber es fällt hier gerade alles auseinander, deswegen ich muss das gleich nochmal ordentlich reinmachen. Auf meiner Fahrt ziehe ich das hier an. Das ist einmal so eine Pyjama-Hose von Gina Tricot. Und dann noch so ein T-Shirt und auch noch ein Pulli. Beide Sachen haben Flecken. Einmal hier, ich weiß nicht, was das ist. Und hier einmal Tomatensauce. Aber ich will das unbedingt anziehen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr, das zu waschen. Hier ist gerade schon ein Chaos, weil ich gerade schon meine Tasche angefangen habe umzuräumen. Und zwar habe ich gerade alles aus der Tasche in diese Tasche geräumt, weil es einfach zu klein war. Und oh mein Gott, oh scheiße. Ist es jetzt gerade eingerissen. Geil. Weil ich muss das Weihnachtsgeschenk, ein Teil von dem Weihnachtsgeschenk von meinem Freund mitnehmen. Und das ist halt schon so groß. Ich weiß nicht. Ich muss das halt auf dem Hinweg da jetzt drin transportieren. Und dann hat er auch noch am Sonntag Geburtstag. Und das ist hier drin. Deswegen, das muss ich auch noch mitnehmen. Und dann ist halt die Tasche auch gefühlt schon voll, deswegen muss ich mal schauen. Ich habe auf jeden Fall noch nicht alles eingepackt. Zum Beispiel will ich auf der Fahrt mein YouTube-Video schneiden, deswegen muss ich meinen Laptop und die ganzen Sachen dafür mitschleppen. Ist natürlich ein bisschen nervig, aber es geht nicht anders. Deswegen überlege ich gerade, ob ich halt da zusätzlich auch noch die Tasche mitnehme, weil sonst, ich weiß halt nicht, wie ich es transportieren soll alles. Ich glaube, das mache ich. Dann habe ich auf jeden Fall keinen Stress, dass ich irgendwie keinen Platz habe am Ende oder so. Weil ich will auch noch mein Buch mitnehmen. Ich lese im Moment nächstes Jahr am selben Tag. Ich bin ja relativ offen, wenn es so um Mädchenthemen und so weiter geht. Und ich muss euch jetzt das kurz erzählen, weil es heute so schlimm für mich war. Also nicht so schlimm, aber es ist halt unangenehm gewesen. Und zwar hatten wir so einen Vortrag in der Aula und ich fand es richtig krass und also richtig interessant, aber darum geht es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, wenn man sitzt und seine Tage hat, dann staut es sich so auf. Und wenn man aufsteht, dann kann halt wieder Luft nachkommen und es kann rausfließen quasi. Ich saß halt mega lange, bin dann aufgestanden und dann ist halt alles rausgeflossen. Und dann bin ich halt ausgelaufen und die Aula war halt voll. Und ich hatte halt wirklich einen Struggle, weil ich halt gemerkt habe und mir dachte, scheiße. Und ich so, also ich habe halt so zu meinen Freundinnen gesagt, ja bitte schaut mal jetzt mal kurz. Und die waren so, nein, safe nicht und bla bla bla. Und es war halt, es ist halt passiert. Ich bin ausgelaufen. Und es war halt so unangenehm, weil es halt so voll war. Und jede, ich glaube, es hat keiner mitbekommen. Ich weiß nicht, mich hat auf jeden Fall keiner drauf angesprochen. Auf jeden Fall war es einfach unangenehm. Und im Nachhinein habe ich mir jetzt gedacht, warum ist es jetzt mir unangenehm? Weil eigentlich ist es echt, es ist normal. Tut mir leid. Ich bin halt ein Mädchen. Ich habe meine Tage. Also, falls euch das passiert, eigentlich habe ich keinen Grund, dass es unangenehm ist. Ich weiß nicht, warum es mir unangenehm war. Auf jeden Fall war ich dann auf der Toilette. Das Problem hat sich nicht mehr lösen lassen, weil es halt wirklich monströs war, dieser Fleck. Also jetzt nicht so riesig, aber schon so. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen, weil ich mich nicht mehr ins Klassenzimmer getraut habe. Dumme war, ich hatte halt auch keinen Mantel an, sonst wäre es alles kein Stress gewesen, aber man hat es halt gesehen, wenn ich gelaufen wäre, man sieht es halt. Und dann wollte ich es so ein bisschen sauber machen und dann habe ich auch noch, irgendwie ist mein Tuch dann irgendwo noch hier an die Hose gekommen, hatte ich auch noch am Bein rote Flecken. Also es war heute echt ein bisschen Horror, aber ja. Ich mache jetzt meine Skincare. Okay, also ich habe jetzt meine Lockenwickler drin. Ich gehe mit diesen Lockenwicklern zum Bus, in den Bus und Bahn. Die letzten Sachen ein, wie meine AirPods und so weiter. Wir machen uns gerade fertig. Ich sehe ein bisschen bescheuert gerade aus. Wir sind eigentlich schon fast fertig. Ich mache gerade noch meine Wimperntusche. Und wir haben noch unsere Lockenwickler teilweise drin. Also, wir sind hier mit Oscar. Jetzt gehen wir zum Metro einkaufen. Wir machen uns gerade fertig. Irgendwie. Oh, das könnte sein. Ich sehe gerade so blass aus irgendwie. Ich auch. Oh, ich sag, nein, du gar nicht. Habe ich schon so ein bisschen gelupft. Oh, also, wenn das hält. Gib mir mal ganz kurz einen Lockenwickler, einen kleinen, bitte. Okay.
So, halt mal kurz das fest hier, bitte. Warte. Mach halt das mal so. Jetzt warte doch mal ganz kurz. Es geht nur um diese Strähne hier. Halt mal das so fest hier kurz. Ich muss kurz noch mal mit Weiß machen. Halt warum denn? Es ist noch warm. Mach aber so, dass es schon so... Nee. Wir machen uns gerade fertig. Der Akku ist jetzt leer. Ja, schaut mal. Ich bin fertig. Ich habe mit so Heated Rollers gemacht, meine Haare. Ich finde es echt ganz cool. Oskar, Statement, wie findest du es? Schöne Locken. So. Waves. Wir sind gerade kurz hochgegangen, weil wir unser Lipgloss geholt haben. Komischer Ton. Kann man das hier hinstellen? Oha! Oh mein Gott! Es steht in meinem Schminkspiegel drin. Auf der Lampe. Wird krass. Ich werde gerufen. Wir sind gerade in einer Bäckerei und wir lernen ein bisschen statt meine YouTube-Video. Und ich habe gerade das, was letzte Woche online kam, fertig geschnitten. Und zwar ist es ein What I Wear in a Week. Schaut euch das super gerne mal an.